Hallo und herzlich willkommen zurück beim epischen Abenteuer Zelda A Link to the Past. In der letzten Folge, yay, wollten wir Zelda heldenhaft zur Hilfe rennen. Suizidkämpfer. Und haben kläglich versagt. Genau wie ich gerade bei diesem Suizidkerl kläglich versage. Nee, nächster Versuch. In der Hoffnung, dass das diesmal funktioniert. Und ich stehe auf dunkle Räume. Vor allem, wenn da schon wieder so ein Selbstmordattentäter auf mich zurennt. Moment mal, da muss ich das Mikro mal ein bisschen näher holen. So, ja. Ah, jetzt, ja, eine Insel. Oh Gott. Da bin ich ja schon wieder hier. Was willst du denn? Was willst du denn? Genau das willst du. Yay, das funktioniert ja sogar. Hier auch, yay. Ich war doch hier eh schon mal. Komm schon, das geht auch. Jawohl. Alter, wollt ihr mich denn? Ja, wenigstens kriege ich mal wieder ein Herzchen. Ein Herzchen. Oh, nee, noch ein Herz, cool. Weil, wir erinnern uns, Herzen sind ja neuerdings Mangelware. Zack. Deswegen gucke ich auch mal lieber unter den ganzen Pötten. Ich sag's noch. Hat das jetzt irgendwas bewirkt? Ich habe zumindest was gehört. Ist hier noch irgendeine Tür? Merkwürdig. Egal, gehen wir mal wieder da runter. Bis ich da angekommen bin, ist eh wieder das Licht aus. Sag ich doch. Das ist natürlich für den Abschnitt, der jetzt kommt, glaube ich, richtig toll. Ja, klar. Ich wollte gerade sagen, ich brauche Herzen, keine Bomben. Aber da war ja eins dabei. Wenigstens etwas. Ich stürme in den Kampf. Was kommt jetzt auf mich zu? Naja, du bist ja noch normal. Aber habe ich die Befürchtung, dass hier, sage ich doch, auch noch einer steht. Die wollen mich alle umbringen. Ich habe doch gar nichts getan. Ich will doch nur die Welt retten. War ich hier vorher auch schon mal? Warum erinnere ich mich da nicht dran? Bada bam, boom. Nicht mit mir, Kollege. Es werde Licht. Oder es werde Herz, ist auch cool. Hä? Es hat doch irgendwas mit diesen Fallnacht. Hat doch irgendwas damit auf sich. Das kann doch nicht angehen. Ja. Da habe ich mal wieder ein paar Herz hier. Danke. Ja, da habe ich schon mehr Reichweite mit dem neuen Master-Schwert. Und das bringt gar nichts. Kann doch nicht angehen. Das finde ich nicht okay. Warum will mir eigentlich alles und jeder ans Leder? Ding, ding. Och, Mann. Ist halt doch praktisch, wenn man ein Schild dabei hat. Von mir halten neuerdings auch so viel aus. Das gefällt mir allerdings auch nicht. Haha. Haha, ey. Ey. Hab ich auch schon lange nicht mehr benutzt, fällt mir gerade ein. Sollte ich vielleicht öfters tun. Wo bin ich jetzt gelandet? Wie jetzt? Das ist doch alles nicht wahr. Ich hab langsam die Füße. Ich glaube, ich habe den Kopfhörer falsch rum auf. So. So,
so schön dafür, dass die Tür jetzt aufgegangen ist. Was soll die andere war schon? Hier sind Herzen. Ein paar zumindest. Komm schon. Was will ich denn mit Bomben und all dem Scheiß? Ich sollte vielleicht mal wieder meinen Boom-Air-Rang nehmen. Der mir hier überhaupt nichts bringt. Oh Gott, ey. Warum renne ich nicht einfach weg, ich Idiot? Ja. Wenn ich jetzt eine Bombe schmeiße, die kommt eh nicht an. Ja, komm her. Haha. Und tschüss. Leute, ich sehe es kommen, das wird wieder schief gehen. Für ihn aber allerdings auch. Ja, und tschüss. Ach, das hat er wenigstens alles noch gespeichert. Wir müssen nur durch Tor 2 gehen. Denn in Tor 1 ist nichts. Und in Tor 3 ist auch nichts. Das hatten wir doch auch schon mal. Ja. Ja, ja, oh lala. Du mich auch. Oh. Ich bin ja auch doof. Das war ja, glaube ich, erst im Endkampf mit dem. Ups. Mann. Ich habe nämlich daraus gelernt, ich muss auf diese Blitze aufpassen. Och Mann! Yes! Ja, es kommen Blitze. Sag ich doch. Habe ich mich nämlich ein wenig informiert drüber. Haha. Das wird ernst. Ich habe nur noch 3,5 Herzen. Mann. Das macht die ganze Sache natürlich ein bisschen schwieriger. Und langatmiger. Aber Hauptsache, ich werde das hier packen. Ja, er guckt mir hinterher. Das heißt, es kommt doch wieder was anderes. Mist. Blitze. Ja, du gehst mir auf den Senkel. Yes! Ich glaube, so weit waren wir auch schon mal. Das war mir allerdings auch wieder klar. Naja, glotzt du mir mal hinterher. Oh lala, das war einem Helden würdig. Aber so schnell gebe ich nicht auf. Was? Attention! Ich werde dich nun in die Schattenwelt verbannen. Ich glaube, du verbannst dich gerade selber dahin, oder? Nein! Ah! Gotti! Kannst du mich hören? Ich bin es, der Typ, dessen Namen ich immer noch nicht aussprechen kann. Der zu dir spricht. Der Ort, an dem du jetzt stehst, war einst das goldene Land. Doch nun ist es die Schattenwelt, in der das Böse reagiert. Was? Der Zauberer scheint das Siegel der Weisen gebrochen zu haben. Damit schuf er am Eingang der Burg eine Verbindung, durch die das Böse der Schattenwelt in die Lichtwelt eindringen kann. Ey, Alter, laber nicht so viel. Nur wenn die goldene Macht zurückgewonnen wird, das ist die Lichtwelt zu retten. Auch musst du 7 Mädchen befreien. Oh. Sie sind Nachfahren der 7 Weisen. Was? Ihre... Hä? Ehrerbetenden Kräfte werden dir bestimmt helfen. Sie werden in den Verliesen der Schattenwelt festgehalten. Gehe zuallererst zum Palast der Dunkelheit. Ich mag Dunkelheit. Du bist die einzige Hoffnung. Was war das jetzt eigentlich schon wieder für ein Ton? Erfülle den Wunsch eines alten Mannes. Ding. Das hat mir jetzt viel gebrannt. Naja, ich wurde wieder aufgefüllt. Dich ich cool. Jetzt habe ich den Ollen wenigstens gelüncht.
Aber ich habe gerade keine Ahnung, wo ich hin muss. Wo ist denn eigentlich die Karte? So. Damit weiß ich auch, wo ich hin muss. Wo will ich dann? Schauen wir mal ein bisschen. Bomben. Bringt mir das was? Oder brauche ich da ein bisschen mehr Feuerkraft? So, so. Wir werden erstmal wieder ein paar Besorgungen erledigen. Dafür muss ich aber wieder zurück in die Lichtwelt. Achso, ich kann ja wieder ballern. Okay. Die schmeißen mit Bomben auf mich. Das gefällt mir gar nicht. Passiert hier was? Oh, das kann man immer gebrauchen. Eine Flasche aufbewahren, natürlich. Ich bin ein gemeiner Feensammler. Aber egal, was ich eigentlich wollte, wir müssen zurück in die Lichtwelt. Ich muss nämlich noch was besorgen, wie man so schön sagt. So, zack, zack, zack. Lasst ihr mich vielleicht mal alle in Ruhe? Danke. Jetzt muss ich mir erstmal wieder überlegen, aua, wie ich da hinkomme. Wir müssen nämlich erstmal wieder nach hier oben. Also links, links, links. Da komme ich doch eh nicht lang. Also gehen wir gleich rechts. Autsch. Schade. Hätte ja auch nochmal eine Fee rauskommen können, ne? Oh oh. Ui, wenn das nicht knapp war. So, wo bin ich? Wo muss ich hin? Ich muss irgendwo zu einer Brücke. Erstmal. Lass mich bloß in Ruhe. Wow. Ich hab's halt mit knapp, oder? Hoffentlich ist da noch eine Brücke. Hilfe, ich werde verfolgt. Wow. Will mich hier eigentlich wirklich alles und jeder töten? Warum ist das in solchen Spielen eigentlich immer so? Warum will ich eigentlich alles und jeder töten? Weil es sonst langweilig wäre. Ja, danke, ich weiß. Das Geld brauche ich jetzt nicht. La 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 la. Warum sieht das so aus, als wäre da unten drunter was? Gehen wir halt mal rein. Ah ja. Du hilfst mir gerade gar nichts. Ich habe noch volle Energie. Schade. Hätte ja sein können. Noch eine Fee fangen und so. Oh, egal. Seit wann sind hier Geister? Hab ich was verpasst? Geh weg. Der Held hat's eilig. Ich wollte schon sagen, der Held der Zeit, aber das wäre falsches Spiel. Alter, ihr geht mir alle auf den Nerv. Och, Menno. Hilfe. Hilfe, Hilfe. Sag mal, wie kam ich denn das letzte Mal auf den Berg? Also, hat sich erledigt. Wieso hab ich... Ha! Wusste ich doch noch, dass das... Wusste ich doch noch, dass das... Und hier verlaufe ich mich grundsätzlich. Doch nicht. Ey, wie auswendig ich wusste das. Das war mir voll und ganz bewusst. Ne? Glaubt ihr mir jetzt, ne? Yay, das war auch wieder gekonnt, gewusst. Weil ist so. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich werde verfolgt von Steinen.
So. Jetzt muss ich mich erstmal wieder... Och, gut, das war's mit rumschießen. Das hat sich dann auch wieder erledigt. Schade. Macht so Spaß. Soll hier nicht, ach so. Ich habe wieder Orientierung wie sonst was. Hat wenigstens den Vorteil, dank Mondperle habe ich wieder meine Originalgestalt. Wo war denn das nochmal? Grübel, grübel, grübel. Da! Yay! Bam! Genau hier wollte ich hin. Und drück natürlich mal wieder den falschen Knopf. Halte das Masterschwert hoch und du wirst das Luftmedaillon bekommen. Tada! Das Luftmedaillon. Damit hast du die Macht über die Atmosphäre und kannst den Polarwind herbeirufen. Achte auf deine Magieanzeige. Tada! Genau das wollte ich nämlich vorher noch holen. Das hätte ich eigentlich vorhin schon machen können. So, ich glaube, jetzt muss ich mal wieder zurück in die andere Welt. Oder komme ich mit der nicht? Achso. So, da musste ich mal einen kurzen Cut machen, um nämlich hier wieder hinzukommen. Aber bin ich einfach hier speichern und enden. Jetzt bin ich wieder hier. Denn, ja komm, weiterspielen. Denn hier muss ich hin. Und andersrum jetzt wieder da rumzukommen wäre schwer. Irgendwo nach rechts war das, ne? Ja. Ich hänge mich gerne an Schildern auf. Warum hat er mir die Energie abgezogen? Alter, warum ziehen die mir eigentlich so viel Energie ab? Hier irgendwas drunter. Yeah. Zack. Zack. Alter! Das ist doch alles nicht wahr. Ich geh doch mal rein. In einer gefährlichen Welt kannst du einiges gebrauchen. Such dir etwas aus. Weißt du was? Geht beim besten Willen nicht. Du brauchst eine leere Flasche, wenn du bei mir etwas kaufst. Ja, das ist toll. Hilfe. Ich finde wieder alles, nur nicht das, was ich suche, ne? Na, ja, da schießt doch noch einer auf mich. Das wird ja immer besser hier. Ja, falscher Knopf. Hier wollte ich ja mal kurz gucken, wo ich eigentlich hin muss. Geht doch alle weg. Das ist cool. Bam. Wieso habe ich eigentlich schon wieder...
Das Gepiepe nervt natürlich kein Stück. Hilfe. Hilfe. Wenigstens halten die nicht mehr ganz so viel aus. Yay! Oh, ist der hässlich. Warum hast du schön zu Leim gelassen? Nimm das und verschwinde, Blablabla. Das Erdemedaillon. Seine Magie lässt die Erde beben und lähmt die Gegner. Achte auf deine Magieanzeige. Das hatten wir doch eben auch schon mal, ne? So, das war das. Und damit beende ich jetzt erstmal die Folge. Gehabt euch wohl und tschüss.